Wenn du brandaktuelle und overpowered Sniping-Filter suchst, ist das genau dein Video. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, dein Kanal für FIFA-Trading-Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung anmachst und überhaupt keine Trading-Tipps mehr verpasst. Ihr habt es euch in den Kommentaren gewünscht, weiter so, gerne immer schreiben. Sniping-Filter, die jetzt aktuell funktionieren, die overpowered sind. Und wegen des Team of the Seasons habe ich jetzt 7 Filter für euch, die ihr sehr, sehr gut anwenden könnt. Denn durch die Ligen-SBCs oder durchs Team of the Season kommt ja in den Ligen-SBCs jeweils ein neuer Spieler dazu. Haben zum Beispiel schon in der Premier League ja den Maguire, den Innenverteidiger von Manchester United bekommen. Und so werden jetzt auch in den anderen Ligen wieder Spieler dazukommen. Und das bedeutet natürlich, dass Silberspieler, dass seltene Goldspieler, vor allem auch Non-Rare Golds auf Außenpositionen sehr, sehr wertvoll werden. Und die holen wir uns jetzt über diese Filter. Wir fangen an mit dem ersten in der Ligue 1. Auch da wird noch ein Team of the Season kommen. Auch da könntest du jetzt schon sofort snipen und dann zum Beispiel diesen Innenverteidiger kaufen und den direkt wieder teurer verkaufen. Oder du snipest sie mit diesem Filter Silber, Verteidiger, Ligue 1, Dijon und hältst sie dann, bis die Ligen-SVC rauskommt. Dann kannst du sicherlich nochmal ein paar K mehr rausholen. Was du auch noch machen kannst, zweite Möglichkeit, ist, dass du hier noch das Verteidiger rausnimmst und auf alle Silber gehst. Und dann würde ich wahrscheinlich mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Vorher einmal auf Footpin gucken, die Position Torwart LM brauchst du zum Beispiel nicht. Aber dann kannst du einfach ganz rechts rüber gehen und zum Beispiel über eine Preisvergleich-Aktualisierung oder so das wieder aktualisieren. Oder du snipest dich einfach durch. Ich finde den mit alle, den kann man vor allem auch gut für Erbieten nutzen. Also das heißt, nicht snipen, sondern alle Silber machen und dann die erbieten, wo noch keine Gebote sind. Dann hat man zum Beispiel, ich nehme das Video morgens vor der Arbeit auf, gerade zu solchen Zeitpunkten manchmal die Möglichkeit, hier läuft einer für 1900 noch bei 4 Minuten, so einen mitzunehmen. Nächster Filter in der La Liga und hier ist das Team of the Season ja schon draußen. Die Preise sind ein bisschen gestiegen, dieser Ligen-SVC-Spieler ist jetzt nicht so geil und hier würde ich Linksverteidiger und Rechtsverteidiger versuchen zu snipen. Ich würde noch auf Gold gehen, denn es gibt hier auch ein paar Silberspieler, trotzdem wollen wir es erstmal mit dem Gold versuchen und dann gehst du einfach durch, bis einer kommt und wenn es einfach zu teuer ist, wir können mal gucken, was der günstigste Rechtsverteidiger kostet, 2900. Da wollen wir wahrscheinlich schon nicht mehr als 2000 ausgeben, würde ich vorschlagen, damit wir ihn eigentlich direkt mit Gewinn wieder verkaufen können und dann versuchen wir hier zu aktualisieren. Kannst auch ein bisschen spielen, kannst auch auf die Linksverteidigerposition gehen. Der Firpo dort ist ja auch in vielen Lösungen gerade, ich glaube man braucht nicht 11 Barcelona-Spieler, sondern nur 5 oder 6 und auch bei anderen SBCs mit Barca-Spielern ist Firpo dann natürlich, weil er der günstigste ist, mit Roberto oft dabei. Buongiorno, wir gehen in die Serie A nach Brescia und hier gehen wir auf die Verteidiger und auf die Silberspieler und die sind wirklich sau, sau teuer, wenn wir einmal so reingehen, können wir mal schauen, 10 sehen wir schon, 7, 6, 5, 1, 5, 1, immer noch der günstigste. Das heißt, hier haben wir wirklich eine gute Möglichkeit, entweder indem wir gar nichts machen, gucken, ob wir erbieten können. Das geht, wie gesagt, morgens auch mal ganz gut. Und ansonsten versuchen wir einfach mal einen zu snipen und würden jetzt hier auch dementsprechend durchgehen. Und ja, muss man einfach ein bisschen dranbleiben, was man hier noch machen kann. Man kann den Filter noch mal ein bisschen eingrenzen, indem man noch mal auf die Innenverteidiger geht, je nachdem. Lohnt es sich manchmal einfach verschiedene Filter zu machen. Immer gucken, so viele verschiedene Spieler wie möglich einem anzeigen lassen, aber auf der anderen Seite auch so weit eingrenzen, wenn mehrere Leute drauf snipen, dass ich trotzdem der bin, der diese Karten dann bekommt. In der Bundesliga sind wir bei Union Berlin und ganz wichtig, diese Sniping-Filter, die werden wahrscheinlich vor allem, wenn diese neuen Ligen-SBCs rauskommen, noch mehr Leute nutzen. Also sind sie dann nochmal mehr overpowered, aber auch gerade jetzt vorher schon, wenn die Ligen-SBC noch nicht den neuen Spieler bekommen hat, denn dann ist die Konkurrenz noch nicht so groß und du kannst dir schon mal den Verein voll machen mit diesen Spielern. Bei Union gibt es so viele teure Silberspieler, dass ich einfach die Position Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger nacheinander durchgehen würde, diese Filter. Und du siehst auch hier, 6 war gerade der günstigste, den wir überhaupt gesehen haben. Bei den Verteidigern können wir mal reingehen. Mit 4 und sehen schon, da ist nichts zu machen. Müssten also wirklich oftmals diesen Filter anwenden, durchgehen. Also, ja, halt snipen und einfach bei diesen Preisen haben wir eine riesen
Gewinnspanne, wenn wir einen günstig bekommen. Paderborn, auch hier wieder teure Silberspieler mit dabei. Explizit die Innenverteidiger sind sehr, sehr teuer. 8000, 7,7, ja, 7,8. Also wirklich schweineteuer, die Jungs. Und deswegen auch hier lohnt sich wieder mal, einen Sniping-Filter reinzuhauen und einfach durchzugehen. Ja, kannst du an der Konsole machen, kannst du am Handy machen, kannst du auf der Web-App machen. Probiert die Filter aus, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr gerne sniped und wie ihr es am liebsten macht. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Benachrichtigung anmachst, bekommst du morgen sofort eine Info zur nächsten Retro-Top-Partien-Prediction. Diese SBCs kommen ja am Donnerstag. Wir investieren morgen schon zusammen und machen dementsprechend Coins. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.